Hallo Veteranen, hallo Hobbygeneräle und ich begrüße auch meine kampferprobte Community zu einer neuen Folge meiner kleinen Serie Ich hab Bock auf. Diesmal auf den ersten Command Conquer Teil, der jemals erschienen ist. Damals war von der Firma Bestmode, 1995 gab das ganze Ding auf den Markt und das war führend in der, wie soll ich das sagen, führend in dieser Thematik Echtzeitstrategie. Jetzt heißt es ja anders, jetzt heißt es ja RTS aus dem Englischen, das ist ja Real-Time Strategy. Damals hieß es im Prinzip Echtzeitstrategie. Ne? Ist im Prinzip genau dasselbe und das ist mit das erste Spiel, wo ich dann mit dieser Echtzeitstrategie auch in Kontakt gekommen bin. Ich weiß ganz genau, danach gab es noch ein paar andere Teile. Dune zum Beispiel, wenn ihr euch da zurückerinnern könnt, das war auch so ein bisschen was mit Echtzeitstrategie. Dann gab es noch ein paar außergewöhnliche Titel, also ich kann mich dann an Total an Annihilation erinnern. Das sind so die ersten Dinge, die dann so erschienen sind. Das war allerdings ein ganz kleines bisschen später und mit einer dieser Spiele hatte ich auch meinen ersten Kontakt mit Echtzeitstrategie. Und deshalb, meine Lieben, holen wir es alles nochmal vor. Das hier ist die Remastered-Version. Es gibt aber auch einen Knopf, der hier in-game dafür sorgt, dass dieser, wie soll ich das sagen, dass hier dieser alte Flair mal wieder hochkommt. Und da gucken wir gleich mal rein. Wir gucken hier mal auf Tastenzuweisung oder halt klassisch, ne? Schaut mal, also hier kann man dann halt verschiedene Dinge einstellen und so weiter und so fort. Also ihr könnt auch den Mauszeiger vergrößern, ihr könnt Einblendegeschwindigkeiten und so weiter. Übrigens, das Spiel war das erste, wo es mega, mega viele Zwischensequenzen gab und deshalb war dieses Spiel, wurde exklusiv ausgeliefert mit zwei CDs. Jawohl, da wurden die Missionen so ein bisschen aufgesplittet, einmal für die GDI, einmal für Nord. Ihr wisst ja, GDI, globale Defensivinitiative und die Bruderschaft von Nord, eine uralte Sekte mit ihrem völlig gestörten Anführer Kane. Da komme ich dann auch nochmal darauf zu sprechen. Hier kann man, ne, verschiedene Dinge einstellen, Grafik, Audio, Tastenzuweisung und so weiter und so fort. Und hier muss dann irgendwo muss ja dann diese Taste kommen, wo man auch mal wieder auf diesen alten, wie soll ich das sagen, mal wieder auf diesen alten Modus zurückkommt. Müssen wir mal gucken, vielleicht finden wir es irgendwie. Wenn nicht, durch das nochmal schnell zwischendrin recherchieren, macht dann einen kleinen Schnitt rein und dann zeige ich euch direkt mal, wo diese Taste ist, beziehungsweise was man da damit anstellen kann. Hier gibt es halt verschiedene Superwaffen, ne, von der GDI und von Nord. Luftangriff, Ionenwerfer, ne, ihr wisst ja, bis hin zur Atomrakete. Hier kann man verschiedene Dinge, kann man hier basteln, kann man dann allen einzelne Tasten vorgeben, das ist alles kein Problem. Ich gucke halt nur mal Nachrichten, bla bla bla, das ist vom Multiplayer ganz, ganz wichtig. Bild auf, rechts, abwärts, sukzessive Einheitenbewegung, nur für, ne, nur Alarmstufe Rot. Das hier wurde so ein bisschen zusammengefasst, Gebäudemenü, Infanterie, Superwaffenmenü, Wechsel zur klassischer Grafik. Das ist das, was ich gesucht habe. Ne? Auf der Leertaste drücken und dann gehen wir rein. Im Prinzip, hier gibt es auch Modifications für dieses Spiel. Es gab damals noch keine Modification-Unterstützung. Klar haben wir in den Assets ein bisschen rumgeschrieben, aber heutzutage ist das etwas anders. Ne? Heutzutage. Und dann gehen wir mal rein. Ich würde euch heute mit euch so eine kleine, gemütliche, mal gucken, ob es eine halbe, dreiviertel Stunde wird, würde ich euch zumindest mal wieder abholen, mal wieder vielleicht ein paar, wie soll ich das sagen, einfach mal wieder ein paar Gedanken hervorholen, vor allen Dingen früher in meiner Jugend. Wie ging es hier los? Ganz klar, es ging hier los mit der GDI, mit der globalen Defensivinitiative. Und was dreht sich hier überhaupt in Command Conquer? Ihr müsst euch Folgendes vorstellen, das ist wie so ein kleines Alternativuniversum. Stellt euch vor, Meteors in die Erde eingeschlagen, ein kleiner, und der hat sozusagen, wie soll ich das sagen, der hat ein neues Erz rangebracht oder einen neuen, wie soll ich das sagen, einen neuen Grundstoff, das nennt sich Tiberium. Warum Tiberium? Weil das in Italien das erste Mal gefunden wurde, am Fluss Tiber. Gerüchten zufolge soll das aber der Kane nach dem römischen Sohn benannt haben, der hieß Tiberius, ne? Also vom Cäsar, der Sohn davon, der erste, der hieß Tiberius, und angeblich hätte der Kane dieses Tiberium also schon von dem her abgeleitet. So halt die sagenumwobenen Mythen um dieses Tiberium. Was macht dieses Tiberium? Ich glaube, das sehen wir dann noch so eine kleine Zwischensequenz, nur so viel. Tiberium entzieht dem Boden sämtliche Nährstoffe. Egal was es ist, entzieht dem Boden die sämtliche Nährstoffe. Es lässt sich dann relativ geil abbauen mit verschiedenen Erntestrategien. Da gibt es dann verschiedene Erntetransporter und so weiter, wo man das abbauen kann. Bedenkt bitte, Soldaten, die sich im Umfeld dieses Tiberiums aufhalten, sterben unweigerlich ganz, ganz schnell einen richtig heftigen Tod, weil das sehr, sehr toxisch ist. Also das ist sehr, sehr giftig, was dort aus der Erde sprießt, dieses Tiberium. Und deshalb kann man das nur mit speziellen Erntemaschinen oder mit speziellen Ernteverfahren abbauen. Und da ist hier der Krieg entstanden. Die uralte Bruderschaft von Nord versucht jetzt mit Hilfe dieses Tiberiums, das auf der ganzen Welt so ein bisschen verteilt ist, versucht die Weltherrschaft an sich zu reißen, also beziehungsweise der gestörte
der Chef von denen, der Kane, der kann das Tiberium sehr, sehr gut gebrauchen, kann es verkaufen, kann es in Forschung und Entwicklung investieren. Oder die globale Defensivinitiative arbeitet da komplett dagegen. Das ist im Prinzip ein Zusammenschluss von mehreren Staaten und die haben sich gegen den Kane bzw. gegen die Bruderschaft von Nord zusammengeschlossen und versuchen, die halt aufzuhalten. Na, soviel erstmal zum Vorgeplänkel. Man kann ja noch Missionsauswahl machen und so weiter und so fort. Brauchen wir alles erstmal nicht. Ich würde dann sagen, meine Lieben, wir gehen normal. Der Anschlag auf die Getreidebörse in Wien ist das 17. Bombenattentat in 4 Wochen, das den Terroristen von Nord angelastet wird. Seit Beginn dieser Welle von Nord-Attentaten in Slowenien jagen die Abgesandten von einer Krisensituation. At least your mother tipped well. Harsh, unforgiving wilderness. Die neuen Tiberium-Schürftechniken der Bruderschaft von Nord. Die Tiberium-Vorräte der Bruderschaft von Nord belaufen sich jetzt fast auf die Hälfte aller weltweit bekannten Vorkommen. Dadurch gewinnt diese fanatische Terroristengruppe einen gewaltigen Einfluss an der Londoner Goldbörse. Und jetzt weiter mit Lokalnachrichten von... ging beim 2. Weltgipfel zu den wirtschaftlichen Konsequenzen von Tiberium in Hongkong allen Reportern aus dem Weg. Man erwartet, dass Möbius hier Angriffe von wissenschaftlicher Seite zurück... Während die GDI-Truppen zu einem weiteren Angriff auf Nordstellungen ausrücken, hält die freie Welt den Atem an. Das war Greg Badet, DNN, irgendwo im Mittelmeer. Empfangen Sie mich. Deaktivieren Sie Ihre Verteidigungsmatrix. So, meine Hobbygeneräle und meine kampferprobte Community. Und damit ein herzliches Willkommen hier direkt im Übertragungsraum. Wir können uns erst erstmal aussuchen, welche Fraktion wir als erstes zocken wollen. Hier auf der linken Seite ist die globale Defensivinitiative und hier ist die Bruderschaft von Nord. Im Prinzip ist das hier nicht ein Land gegen das andere Land oder so. Hier hat sich die Welt zusammengeschlossen in einer globalen Defensivinitiative und die kämpfen gegen eine uralte Sekte. Und wir schließen uns jetzt, ja, in der nächsten halben, dreiviertel Stunde, jetzt schließen wir uns zumindest mal der GDI an. Und wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt und ein bisschen mehr sehen wollt, nach der Alarmstufe Rot, nach dem ganzen Vergeltungsschlag, nach der kompletten Session, werden wir auch dieses Spiel hier komplett durchspielen mit allen Fraktionen und allen DSCs, die es damals gab. Okay? Wir zocken uns nochmal an. Rein hier. GDI wurde ausgewählt. Empfangen Sie mich. Gut. Ich weiß, Sie brauchen mehr Informationen, aber die Zeit ist knapp. Nordtruppen haben diesen Brückenkopf bei X16Y42 ausgebaut. Das Datenmaterial kommt gerade erst herein, aber wir haben schon eine Lücke in ihrer Verteidigung entdeckt. Commander Carter könnte sie mit seinen Rackkreuzern an Land bringen, etwa hier. Vielleicht kann er auch ein bisschen Feuerschutz geben, aber das Ganze bleibt ein Job für Fußtruppen. Ihre Mission ist simpel. Sie dringen in die Befestigung ein, schalten alle Norddroiden aus und errichten eine Basis als Brückenkopf. Viel Glück. Ja, genau, das war ja damals auch so ein Thema. Das gab ja direkt keine Soldaten, sondern es... Für uns, speziell in Europa, beziehungsweise aus Deutschland, die wir das gezockt haben, waren es alles Droiden. Und ihr seht, hier unten ist der Rackkreuzer. Wir können es jetzt sogar so machen, dass wir in den Optionen die Spielgeschwindigkeit etwas langsamer machen, sodass ich euch mal ein bisschen näher bringen kann. Ich würde mal sagen, wir zocken mal die ersten 2 Missionen, okay?
Innovativ war damals, dass im Prinzip das, wie soll ich das sagen, dieses mobile Baufahrzeug, dass du ein Baufahrzeug erst einmal durchs Gelände lenken konntest, dann hast du dieses Baufahrzeug aufgebaut und da außenrum komplett deine Basis, wie du das wolltest. Das war damals wirklich innovativ, das hatten noch nicht viele Spiele, im Prinzip hatten es ganz, ganz wenige und damit ging das los, diese Echtzeitstrategie. Ne? Wir gehen mal fortsetzen. Na, hier verbessern sie die taktische Oberfläche auf dem... Ah, alles klar. Na, so sah es damals aus. Genau, und so sieht es jetzt aus. Das ist halt die Remastered Edition. Verstärkungen sind und hier, meine Lieben, ist halt das mobile Baufahrzeug. Diese einzigartige Musik. Es ist halt immer... Verstärkungen sind eingetroffen. Ich glaube aber, dass der das... Ich wollte gerade sagen, der wird das weggemacht haben. Jawohl, Sir. Steht da direkt dort, was es sind? Ne, steht nur dort Schütze, alles klar. Man kann auch schön weit reinzoomen, schaut mal. Also wenn man damals die Grafik vergleicht, wie man... Es war tatsächlich so. Also die Grafik war, glaube ich, 640x480 oder sogar noch etwas niedriger. Wenn mich nicht alles täuscht, das mobile Baufahrzeug, wie das hier seht, so ein riesengroßer Kasten war das. Geiles Teil. Konnte man nicht in jeder Mission, glaube ich, bewegen. Das lassen wir erstmal hier stehen. Und jetzt seht ihr mal, was hier jetzt losgeht. Ne? Das Baumenü, das ist immer dieses, also dieses HUD ist immer in HD. Hier kommt dann mal noch dieses Kanonenboot oder dieses Raketenboot gefahren. Und dann werden wir hier mal noch gemütlich das Teil ausschalten. Und in der Zwischenzeit, meine Lieben, einfach die Kaserne bauen. Ich werde dann zwischendurch immer mal auf die Leertaste drücken, sodass ihr auch wieder ein ganz kleines bisschen Nostalgie verfallen könnt. Okay? Mittlerweile muss ich aber ganz ehrlich sagen, ist mir das vielleicht eine kleine Idee zu laut. Schauen wir mal. Spielmusik geht. Ist eigentlich okay. Ereignis, Missionen. Ja, Spieleffekt, Umgebungslautstärke. So würde ich mal sagen. Na komm. So. Konstruktion fertig. Nächstes. Neue Bauoptionen. Endlich die Kaserne gebaut, mein Lieben. Und damit ging's damals los, Schützenbastel. Wir können ja hier leider nur am Anfang auf die zwei Gebäude zurückgreifen. Das heißt, wir können hier Schützen rausbauen ohne Ende. Denkt dran, das war selbst damals noch nicht möglich. Es war damals noch nicht so möglich, hier diese Schützen so zu bauen. Ist doch mal hier noch die... Vielleicht das hier noch so ein... So, hier, ein ganz kleines bisschen leiser drehen. Unsere Basis wird angegriffen. Es war damals noch nicht möglich, die Schützen nacheinander anzuwählen und anzuklicken. Man musste jeden einzelnen Schützen bauen, selber bauen. Man musste anklicken, warten, bis der fertig gebaut ist, dann den nächsten und so weiter und so fort. Also so, das ist hier schon Quality of Life. Wird gebaut. Muss man schon sagen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Ja, ich glaube das doch gar nicht. Was ist denn hier los? Genauso innovativ war damals das Gruppensystem. Ihr habt da was angewählt, könnt im Prinzip einen Rahmen um viele verschiedene Einheiten ziehen. Und dann drückt ihr, glaube ich, auf die String-Taste und drückt auf die 1. Und dann habt ihr alle Einheiten, die ihr in diesem Rahmen angewählt habt, habt ihr in einer Gruppe eingebunden. Geldmittel unzureichend. Konstruktion fertig. Bestätigt. Wird gebaut. Und hier hieß es ja nur, dass wir die Nordtruppen ausschalten sollen, ne? Also binden wir alle ein in die 1. Dann machen wir so Optionen, Spielgeschwindigkeit, normal. Und jetzt werdet ihr gleich mal sehen, dass das deutlich schneller geht. Weiter rauszoomen kann man im Prinzip nicht. Ne? Man kann nur richtig weit reinzoomen. Ich zeige euch jetzt mal, wie es überarbeitet aussieht. Das ist deutlich flüssiger. Ne? Also das ist kein Vergleich mehr. Einsatzziel erreicht. Und das war's schon. Das war's schon. Mission 1 erfolgreich beendet.
Das ist so eine geile Videosequenz. Wenn man sich das mal wieder so anguckt, absoluter Hammer, was sie damals geschaffen haben. Führung 100%, das ist im Prinzip Führung, je nachdem wie viel wir Einheiten verloren haben, verlieren wir auch Führungspunkte. Also für das hat eigentlich nichts irgendwie, wie soll ich das sagen, es hat eigentlich nichts wirklich Wichtiges, nur dass man halt mal sieht, wie gut seine Führung war, wenn man, ich sag mal, spätestens der Zeitpunkt erreicht ist, dass man mehr Gegner tötet, wie eigentlich der Gegner einen selber tötet, dann ist eigentlich die Mission so fast wie gewonnen. Also Führung gibt es eigentlich immer eine relativ hohe, genauso das wie die Effizienz. Effizienz zählt dann, glaube ich, auch das Tiberium mit, was man abbauen darf. Das ist bei uns null, weil wir haben noch keine Effizienz erreicht. Hier gibt es dann Net Gate bei Ende komplett null. Und ihr habt dann hier verschiedene Verluste, GDI, gar keine, not alle und Gebäude verloren ebenso. Ne? Höchstpunktzahl 172, dann könntet ihr hier noch den Namen eingeben, wenn ihr das gerne wollt. Und dann gehen wir hier schon in die zweite Mission rein. So war das damals, genau so war das damals. Nur jetzt durch die Remastered-Version, mein Lieben, ein bisschen besser aufbereitet. Übrigens, das alte Spiel ohne die Remastered-Version, wenn ich das alte Spiel irgendwo noch hätte und auspacken wollte und das auf den neuen Rechnern ausprobieren wollte, ich glaube, das geht gar nicht. Na? Territorium für Angriff auswählen, schaut mal. Und wir können uns hier, keine Ahnung, wir wählen uns jetzt mal irgendein Territorium aus. Nehmen wir mal... Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht genau welches. Territorium für Angriffe. Ach, hier oben, da ist der Pfeil. Ja, alles klar. Also, wir dringen im Prinzip von Norden rein hier nach Estland. Ne? Bevölkerung, Hauptstadt Tallinn, Regierungsform Republik und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch noch ein paar Notizen machen, euch ein paar Infos ausziehen und dann klicken wir hier auf Fortsetzen und weiter geht's. Schwere Fahrzeuge können die... Gute Arbeit, ein Brückenkopf, Commander. Ich schulde Ihnen noch ein paar Daten über Nord, damit Sie Ihren Gegner kennenlernen. Das hier ist Kane, der selbsternannte Führer der Bruderschaft von Nord. Alarm! Warten Sie, ich schalte Sie rein. Zustand wird kritisch. Wissen Sie, warum sich Nord hier am Strand so festbeißt? Die beschützen eine riesige Tiberium-Raffinerie, die unser Geheimdienst wohl übersehen hat. Ich brauche dringend Verstärkung. Nord-Truppen strömen aus dem Stützpunkt und erdrücken uns fast. Wir müssen einen Schlag gegen die Raffinerie und die Infanteriebots führen, bevor die unsere Stellung überrennen. Ich weiß nicht, wie lange wir sie noch halten können. Verdammt. Sie haben es auch gehört. Worauf warten Sie noch? Unsere Basis wird angegriffen. Also ihr seht's. Einheit verloren. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Kohle. Jetzt werden wir erstmal unsere Kaserne durchreparieren. Dann würde ich sagen, wir bauen mal 10 Schützen zusätzlich raus. Ich hoffe, dass wir vielleicht, dass wir vielleicht noch ein bisschen Versteigung bekommen. Konstruktion fertig. Diese Geräusche damals. Ah, der absolute Hammer. Da kommt wirklich wieder Nostalgie hoch. So, mit diesen Invasoren, oder die hießen ja, damals hießen sie, glaube ich, sogar noch Ingenieur. Aber egal, die sollten wir erstmal hier irgendwo in Deckung stellen, ne? Ganz wichtig. So, jetzt werden wir mal ein bisschen die Gegend erkunden. Und jetzt schon die gegnerische Basis, ne? Schaut mal, wie schnell das geht. Konstruktion fertig. Jawohl, wird gebaut. Jawohl, Sir. Und da ist der Riesentransporter. Schaut mal, da ist der Erztransporter. Sind eingetroffen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Und gegen den müssen wir unbedingt, zerstören. Ne? Das ist oberste Priorität. Aber ihr seht, bringt erstmal noch nichts, weil das sind so viele kleine Soldaten hier. So viele versprengte Einheiten. Und wir müssen halt unser Feuer übelst konzentrieren, ne, hier. So, jetzt haben wir absolut keine Chance. Einheit verloren. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Oh, das nächste Auto weg. Einheit verloren. Einheit verloren. Konstruktion fertig. Okay, ab zur Basis zurück. Gegen die Einheiten haben wir noch keine Chance, aber das Gute ist, hier gibt es schon mal ein mobiles Baufahrzeug. Das heißt, wir dürfen jetzt hier auch schon mal unsere Basis aufbauen. Die Soldaten, die kommen, ja, die kommen auf jeden Fall nach. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Einheit verloren. Und hier kommen sie dann auch, ne? Also ihr seht, ist alles hier nicht so einfach.
Wir bauen hier gleich unsere Basis auf. Basteln hier gleich ein Kraftwerk hinterher. Ja, ja, wissen wir schon. Alles gut, wissen wir schon. Hier unten kommt... Ah, oh, schaut mal, hier kommen jetzt Einheiten hier unten aus dem Westen rein. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Richtig fies. So, fertig. Dann stellen wir hier gleich mal das Kraftwerk hin. Und jetzt hätten wir hier nur die Kaserne. Also mehr dürfen wir dann tatsächlich nicht bauen. Das heißt für uns oberste Priorität schützen. Ohne Ende Schützen basteln. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Dann werden wir mal schauen, dass wir hier mit der zweiten Welle vielleicht schon hochkommen. Konstruktion die Basis fertig. Rein. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Bestätigt, in Konstruktion jawohl, fertig. Sir, schon dabei. Wird gebaut. Jawohl, Konstruktion Sir. Fertig. Jawohl, Konstruktion so, dann nehmen wir mal wieder auf W1 rein. Wird gebaut. Konstruktion jawohl, fertig. Und hier geht's weiter. Jawohl, Konstruktion fertig. In Ordnung. Wird jawohl, gebaut. Ich weiß gar nicht, wie viele immer Kohle fertig. Gebracht haben. Eine so eine Lieferung von Tiberium. Fertig. Aber es war nicht wenig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Unsere Basis wird angegriffen. Wird gebaut. Ist es euer Ernst? Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion oh, die laufen runter. Die laufen nicht zu uns, sondern die laufen wirklich runter. Konstruktion fertig. Ich würde mir gerne erst nur irgendwie diese Raffinerie schnappen wollen. Deshalb haben wir ja hier diese Invasoren dabei. Ich lasse jetzt nur mal einen Invasor reinlaufen. Vielleicht war das damals so, dass wir gleich das Gebäude übernehmen. Ja! Ja, sehr geil. Okay, das war tatsächlich so. Nordgebäude wurde erobert. Und dann gibt es hier hinten noch. Und dann gibt es hier hinten noch diese Silos. Wir müssen aber unbedingt. Geil, also wir haben den gekillt. Das passt schon mal. Und hier schaut mal, ne? Also wir könnten hier eine Raffinerie bauen. Wird gebaut. Dann könnten wir die zumindest erstmal verkaufen. Jawohl, bitte. Geht klar, Sir. Ja? Selbstverständlich. Konstruktion. So habe ich es damals, also das habe ich zelebriert. Und dann über die Kasernen konnten wir ja eigentlich, oder beziehungsweise das ist die Hand von Nord. Die Hand von Nord ist im Prinzip die Kaserne bei der globalen Defensivinitiative, wie ihr das hier gleich seht. Passt auf. So sieht das Teil aus. Also geil, wie damals. Gehen wir mal wieder auf den alten Stil zurück. Und dann könnt ihr hier ne, den Invasor bauen, sage ich mal so. Und mit dem könnten wir dann hier noch die zwei Gebäude einnehmen. Ich habe immer versucht, in meinen Missionen, gerade am Anfang, nie irgendwelche Gebäude einfach so sinnlos zu zerstören, sondern ich habe immer versucht zu erobern. Immer. So, jetzt gehen wir mal hier raus und gucken mal, dass wir hier... Kommen wir hier noch ein bisschen an Tiberium ran, deshalb hätte ich es auch euch mal sehr, sehr gerne gezeigt. Ja, hier, ne, hier gibt es das Tiberium, schaut mal. Wir sollten halt nicht reinlaufen, aber im Prinzip ist es die Hall. So, jetzt machen wir es mal in richtiger Grafik. Guckt mal, so sieht das Tiberium aus. Das sind im Prinzip so kleine Blasen, die da hochkommen. Und die kleinen Blasen beinhalten solche Kristalle. Und das sind diese Tiberium-Kristalle. Und die bieten halt... Das bringt halt richtig Kohle, ne, wenn man das hier wieder in diese Raffinerie reintransportiert. Ich glaube, das war's. Also so, ich glaube, an Gegnern oder so, das war's. Mehr kommt hier, glaube ich, gar nicht. Oder vielleicht haben wir Glück und wir haben hier unten auf der linken Seite im Südwesten vielleicht noch irgendwo die Möglichkeit, noch eine Kaserne oder sowas zu zerstören. Und damals war es tatsächlich so, es gab damals noch nicht mal ein Feldunterschied. Also bei Alarm, beim Command Conquer 2, sage ich mal so, ne, oder beim Command Conquer Alarmstufe Rot, wenn ihr euch daran erinnern könnt, gab es wenigstens mal noch ein Feld Abstand zum nächsten Gebäude, wo man das aufbauen konnte. Das ist hier nicht so. Hier ist es tatsächlich so, wenn man hier zum Beispiel ein Gebäude anwählt, dann muss man das gleich dran bauen. Schaut mal, ne? Ein Feldabstand ging damals nicht. Das heißt, wenn man hier irgendwie probiert hat, seine Basis ein bisschen zu verbreitern, war das trotzdem nicht einfach, ne? Irgendwie, weil man musste trotzdem die Gebäude aneinander bauen. Ne? So, jetzt hätten wir eigentlich alles. Ich würde jetzt gerne mal noch hier in den Süden reinfahren. Würde erstmal gucken, was da los ist. Dann würde ich mal gerne hier noch zwei von diesen Invasoren rausbauen und dann würde ich die zwei Gebäude erobern und dann war es das halt mit der zweiten Mission. Ne? Also, der fährt rein.
Dann wird das hier abgeladen. Ja, wie früher. Schön. Und dann gucken wir mal, was der an Kohle da lässt. Sind schon mittlerweile 400, knapp 500. Ich glaube 700 waren das immer. Ja. Ja. Ja, sind tatsächlich 700 gewesen. Okay, 2. Wird gebaut. Inzwischen haben wir ja auch den südlichen Strand erobert. Und dann stellen wir fest, dass hier keine Einheiten mehr sind. Das heißt, wir haben eigentlich so gut wie es geht hier alles erreicht. Wir haben hier oben noch den kleinen Stützpunkt von der Bruderschaft von Nord komplett einnehmen. Und damit hätten wir die Mission richtig gut geschafft, ne? Nordgebäude wurde erobert. Sehr schön. Einsatzziel erreicht. Sehr schön. Es gab damals nach jeder Mission, gab es damals ein kurzes Outro von der Mission. So, einmal eingenommen. Fertig. So, und jetzt gehen wir mal rein in die Führung, beziehungsweise in die Effizienz. Schaut mal. Führung 70%. Das heißt, wir haben gut Truppen verloren, sage ich mal so. Also für 10 Leute, die wir gekillt haben, haben die uns 3 Leute weggekillt. Ne? Effizienz hat was mit dem Tiberium zu tun, wie gut wir da gearbeitet haben. Wir haben ja nur einmal Tiberium geholt. Das heißt, das kann man nicht wirklich so gut vergleichen. Und wie gesagt, die Gesamtpunktzahl beläuft sich ja auf 231 GDI. Insgesamt Verluste 17, not 59. Ja, kommt dann ungefähr hin, ne? 17 mal 3 wären dann 51, ja gut, Führung das dann ungefähr. Ja, geht bei Ende 2094 Gebäude verloren. GDI hat dagegen ein Gebäude verloren. Wir haben ein Gebäude verloren. Okay. Weil ich es verkauft habe? Zählt das auch? Wahrscheinlich, ne? Ja, dann gehen wir wieder Test ein. Und dann könnten wir wieder hier in die dritte Mission reingehen. Die schauen wir uns selbstverständlich auch noch ganz in Ruhe an, meine Lieben. Und dann hätten wir hier oben diesen Estland erobert. Da sind wir jetzt drin mit der globalen Defensivinitiative. Und dann gehen wir mal noch hier rein und schauen uns hier nochmal Lettland hier unten südlich an. Ne? Mit der Hauptstadt Riga. Mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Ich weiß, ich habe Ihnen Hintergrundinfos versprochen zu Kane und Nord, aber dafür ist noch Zeit, später. Carter sagt, Ihre Bots haben ganze Arbeit geleistet. Guter Job. Das machen wir jetzt gleich nochmal. In diesem Sektor befindet sich ein Nordstützpunkt, der von Flugabwehrraketen gegen Luftangriffe geschützt wird. Schalten Sie sie aus, dann kann Ihnen Colonel Morelli Luftunterstützung geben, wenn Sie die gegnerische Basis selbst angreifen. Ich muss mich eine Weile ausklinken hier, ein paar Hände schütteln bei der UN. Ich verlasse mich auf Sie. Wir sind gespannt. Und das sind die Flakstellung. Hinlänglich bekannt. So, mein Lieben, und damit ist auch eine neue Einheit hier mit ins Spiel gekommen, und zwar der hier, der Grenadier. Was macht der? Der wirft Granaten, ne? Deshalb ist es ein Grenadier. Damit geht's los. Wir werden jetzt erstmal ein ganz kleines bisschen hier wieder die Umgebung erkunden, wo hier die beste Alternative erstmal ist, wo wir hier unser mobiles Baufahrzeug stellen können. Denkt dran, die Granaten sind nicht Friendly Fire, die können unsere Truppen genauso töten wie gegnerische Truppen. Und die Gegner haben jetzt, ihr habt es gesehen, die haben Raketenwerfer. Ne? Also ich sag mal, das ist alles ausgleichende Gerechtigkeit. Wobei ich immer der Meinung war, dass die Gegner immer etwas stärker sind wie wir. Ne? Aber egal, das steht auf einem anderen Blatt Papier. So, wir haben hier oben eine kleine Gebirgskette, da ist unser Tiberium. Und ich denke mal, die Truppen, die werden genau über die kleine Gebirgskette hier runterkommen. Oh, hier oben, die nutzen gleich den Höhenvorteil aus. Neue Bauoptionen. Wir werden gleich mal anfangen, unsere Basis ein bisschen aufzubauen. Ich würde dann eher die Raffinerie immer ein bisschen abseits hinstellen. Nicht direkt hier an vorderster Front.
Neue Bauoptionen. Gerne die Kaserne etwas östlich gelegen, damit wir dann gleich die Truppen, die wir produzieren, damit wir dann gleich darauf zugreifen dürfen. Und dann bin ich mal gespannt. Mittlerweile haben wir hier dann schon das Fahrzeugmenü und hier das Superwaffenmenü, aber ich glaube, das dürfen wir in der Mission auch noch nicht alles einsetzen. Das ist nur mal, dass ich euch gezeigt habe. Ne? Neue Bauoptionen. Genau, hier gibt es dann die Funk- und Radarzentrale. So sah die damals aus. Gehen wir mal wieder in den alten Modus rein, meine Lieben, und da sehen wir mal, wie hier unser Erzsammler jetzt beginnt. Ne, vorne mit seinen Krebsscheren, habe ich sie immer gerne genannt, einfach das Tiberium einzusammeln. Dann hat er unten so eine Skala gehabt. Und wenn der halt voll war, also wieder zurückgefahren, hat entladen und dann ging der ganze Spaß wieder von vorn los. So war es damals, ganz einfach. Neue Bauoptionen. So, hier unten sieht man die Energie. Das seht ihr deshalb, oder das zeige ich euch deshalb, weil die Funk- und Radarzentrale schon sehr viel Energie auch damals schon gekostet hat, ne? 40 Energie. Und wir haben ja im Prinzip 75 bis 140. Das heißt, das könnten wir uns noch leisten, aber beim nächsten Gebäude wird es dann schon eng. Ne? Grenadier hier. Wird gebaut. Kostet dementsprechend mehr. Gleich mal satte 160. Das ist nicht ohne. Es wird aber hier relativ schnell rausgebaut. Ne? 6 Sekunden und den Schütze in 4. Sehr gut. Konstruktion fertig. So, und wir sehen das erste Mal, sehen wir hier die taktische Karte. Schaut mal, so sah das damals aus. Wird gebaut. Ne? Wunderbar, mit allem drum und dran. Jetzt können wir, wenn wir die rechte Maustaste gedrückt hält, meine Lieben, können wir hier auch so ein bisschen hin und her scrollen. Ich hab's euch nur mal, dass ihr es gesehen habt. Gehen wir mal wieder aufs alte Menü. So. Ich denke mal, genug Truppen hätten wir. Jetzt lassen wir mal noch ein ganz kleines bisschen Kohle reinregnen. Dann bauen wir noch mal ein paar Truppen raus. Würde man sagen, noch ein, zwei Schützen, zwei Grenadiere. Das sollte dann reichen, um hier zumindest mal hier oben die kleine Bergkette zu erobern. Ne? Und der Sammler, der fährt halt immer schön bedächtig hin und her, sammelt hier die Sachen ein. Wenn der da oben fertig ist, könnte der zum Beispiel hier unten dann weitermachen. Übrigens gibt es sogenannte Tiberium, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt, sogenannte Tiberium-Bäume. Diese Tiberium-Bäume, die pusten Sporen aus und alles, was in diesem Umkreis ist von diesen Tiberium-Bäumen, wird im Prinzip wieder mit dieser Art Tiberium infiziert, sodass das neue Tiberium wieder die Mineralstoffe auf den Boden rausziehen kann und wieder neues Tiberium entsteht. Ne? Das ist im Prinzip dann wie so eine unendliche Quelle, sage ich mal so. Ne? So, jetzt gucken wir mal. Okay, hier ist schon die erste Flakstellung. Schaut mal. Oh, hier unten kommen die ersten Fahrzeuge. Ich glaub's gar nicht. Ja, die Fahrzeuge waren damals heilig. Die haben richtig geil Schaden reingehauen. Vor allem haben die ein bisschen was ausgehalten, ne? Wir benötigen Silos. Ja, das war klar. Wir brauchen aber keine. Gebaut. Wir brauchen eigentlich nur mehr Truppen. Konstruktion fertig. Schaut mal, ne? Die Truppen an vorderster Front, die kriegen auf jeden Fall heftigen Schaden mit rein. Einheit verloren. Ja, das wissen wir schon. Konstruktion fertig. Durch eigenes Verschulden verloren. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Ah, die fliegen echt weit, die Granaten. Konstruktion fertig. Geldmittel unzureichend. Jawohl, sofort. Breche auf. Hier unten wäre ein kleines Dörfchen, aber da könnten wir nichts zerstören. Wird gebaut. Oder wir probieren es manuell. Meistens war es so, dass in diesen Kirchen war immer irgendwas drin. Ich glaube, zum manuellen Angriff einfach linke String-Taste gedrückt halten und dann einfach auf das Ziel, wo ihr halt draufhalten wollt. War da was drin? Nee, dann war das nicht da. Okay. Boah, nur Hackwerfer hier oben. Oder Rex Zeros hießen die, glaube ich, ne? Wir müssen außenrum. Wir müssen hier über diese kleine Bergkette fahren. Das nützt nichts. Ich glaube, wenn wir diese drei Flakstätten ausgeschalten haben, dann hätten wir das. Ja, kriegen wir gleich. Das Ding ist gleich weg. Sehr schön. So, dann kommt man wieder runter, seid so gut.
Wir benötigen Silos. Dann wieder. Benötigen einfach nur mehr Truppen. Wir brauchen jetzt in der Mission brauchen wir, glaube ich, noch keine Silos. Also das wäre schon wirklich übertrieben. Wird gebaut. Der hat es überlebt, guck mal. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. So. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Ja, da schaut doch mal hin, wie viele es dann mittlerweile Truppen sind. Die schließen wir dann alle mal da eins ein. Wird gebaut. Einheit verloren. Konstruktion fertig. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie dann hier in der Mission die Luftunterstützung aussieht. Das ist ja immer das, auf was ich mich dann so ganz besonders gefreut habe, auf diese Neuerung, die es dann in fast jeder Mission gab. Ich glaube, wir dürfen dann sogar selber Luftunterstützung bauen, in Form von Orca-Hubschraubern, oder wie das war. Denkt dran, nicht ins Tiberium reinlaufen. Ne? Nach wie vor, es ist wirklich, man sollte das nicht machen. Geil, wie die hier alle diese Granaten hochwerfen. Das ist der Hammer. Konstruktion fertig. Und hier wäre, glaube ich, noch eine Flakstellung, oder? Ich hab's doch gewusst. Okay, es war mir die letzte. Also. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion. Okay, ich gebe beides Feuer. Flugzeuge verfügbar. Und jetzt hätten wir eine sogenannte Superwaffe. Schaut mal. Einheit verloren. Und wenn wir hier eine Superwaffe haben, dann zielen wir einfach mal auf die gegnerische Basis und dann lassen wir das einfach mal drüber fliegen. Ich glaube, hier, guck mal, ne, das ist dann so ein A10. Geil! So habe ich mir das vorgestellt. Einheit verloren. So müsste man nicht direkt erstmal die gegnerische Basis angreifen. Jetzt müsste man vielleicht mal warten, 4 Minuten. Und dann setzen wir hier nochmal den Finisher auf diese Fahrzeuge drauf. Und dann könnten wir schon die Basis angreifen mit unseren Truppen. Ne? Wird gebaut. In Ordnung. Konstruktion fertig. Jawohl, wird gebaut. Oder wir warten halt, ich wollte gerade sagen, oder wir warten halt, bis der Transporter kommt. Fertig. Wenn der Transporter wird kommt, schalten wir dann halt den Transporter aus und das ist auch gut. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Wird gebaut. So. Konstruktion fertig. Einheit verloren. Konstruktion. Ah, okay, jetzt kommen sogar die Einheiten raus. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Geldmittel unzureichend. Einheit verloren. Okay, die kommen jetzt alle. Einheit verloren. Einheit verloren. Wird gebaut. Einheit verloren. Einheit verloren. Boah, die haben sich echt gut gewehrt, unsere Einheiten. Schaut mal. Konstruktion. Das hätte ich nicht gedacht beim besten Willen, ne? Konstruktion fertig. Unsere Basis wird angegriffen. Wird gebaut. Achtung, die nächsten Einheiten kommen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Und das war's mit Einheiten, ne? Jetzt müssen wir wahrscheinlich nur mal kurz einen Luftschlag noch warten auf dieses Verteidigungssystem da oben. Weil das Ding ist echt heftig. Und dann machen wir die Basisplatte. Schon dabei. Oder wir versuchen es von der Seite. Das können wir allerdings auch probieren. Denkt dran, wir haben gerade mal keine Truppen hier unten stehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mies. Sofort, Sir. Sofort, Sir. Jawohl, Sir. Ah, hier steht auch noch Verstärkung an der Seite. Ja, das habe ich gemeint. Hier so eindringen und dann hier ein Gebäude so gut wie es geht hier zack ausschalten. Einheit verloren. Unsere Basis wird angegriffen. Sehr schön. Wird gebaut. Einheit verloren. Schon dabei. So, dann hätten wir hier den Bauhof, das wichtigste Gebäude von allen. Ich sag mal, war die Taktik gar nicht so schlecht, vom Westen her aus anzugreifen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Geldmittel unzureichend. Ja, die Grenadiere. Also könnt ihr sagen, was ihr wollt. Einer der heftigsten Einheiten am Anfang. Einheit verloren. Dieses Geschütz, das ist halt... Oh. Schaut mal, übelst gepanzert das Ding. Einheit verloren.
Konstruktion und macht halt im Nu Gulasch aus unseren Leuten. Jawohl, Sir. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, das wissen wir schon. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Es ist so niedlich, wenn hier noch einige versprengte einzelne Einheiten versuchen, unsere Basis zu zerstören. Dann gehen wir mal hier hoch, noch ein kleines bisschen Unterstützung leisten und dann würde ich sagen, komm, probieren wir mal hier. Probieren wir mal die Verteidigungsstruktur noch auszuschalten. Pass auf, jetzt kommt wieder so ein A10. Ja, gut. Gegen das Teil bringt es halt gar nichts, ne? Aber ihr seht, so gehen halt die ersten Missionen und so war es halt damals. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Einheit verloren. Und das Ding hat halt schon so ein ganz kleines bisschen Flächenschaden gemacht, ne? Das hat eine Einheit getroffen, aber alle Einheiten außenrum haben so Schaden erlitten. Und das war das richtig fies an diesen Geschützen. Die haben sie bei Alarmstufe Rot schon ein bisschen genervt, weil sie bei Alarmstufe Rot mehrere Verteidigungsstrukturen dann integriert haben. Unter anderem dann, ihr wisst ja noch, wenn ihr es schlimm gezockt habt, unter anderem dann die Bunker, ne? Da gab es ja die normalen und diese verbesserten. Einsatzziel erreicht. Und somit, meine Lieben, ist auch die dritte Operation, die dritte Mission hier zu Ende gegangen. Das ist das epische Outro dieser Operation. Geil, mit A10 direkt. Hammer. Die stehen nicht lang. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geiles kleines Video. Ne? Effizienz nur 2%, Klarführung 25%. Ne, ich glaube, die Effizienz ist die Einheiten, die wir selber gebaut haben, wie die überlebt haben. Ich weiß nicht genau. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ne, hier seht ihr mal, wir hatten sehr, sehr viele Verluste. Klar, ne? Wir sind halt erstmal in die Basis so fröhlich reingerannt. Gebäude verloren haben wir eigentlich gar keine. War halt nur hier erstmal der Verlust unserer Truppen. Allein an die Geschütze haben wir sehr, sehr viele Leute verloren. Meine Lieben, das war eine neue Folge. Ich habe Bock auf. Diesmal Command Conquer, ich sag mal Command Conquer 1, ne? Der Tiberium-Konflikt. Wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, beziehungsweise noch Bock habt auf die nächsten 9 Folgen von meinem kleinen Format, ich hab Bock auf, dann gerne den Channel abonnieren. Sonst wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, macht's gut.